Ich begrüße euch Leute zu einem weiteren gesponserten Opening und zwar dieses Mal zum Starpack Battle Royale Display, das mir gesponsert wurde von den guten Leuten von Gate to the Games. Und der Link zu der im Shop und zu der im YouTube-Kanal ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr 5% Rabatt haben wollt im Gate to the Games Shop, dann könnt ihr einfach beim Bestellprozess den Code CREEPFAN eingeben. Creep großgeschrieben, Fan großgeschrieben, ohne Leerzeichen. Und dann bekommt ihr 5% Rabatt auf vollkommen egal welche Bestellung. Und wir haben heute das Starpack Battle Royale, das etwas kontrovers zu sehen ist, denn wir haben hier ein Booster-Set, das aus 50 verschiedenen Karten besteht und die sind zum Großteil einfach kompletter Bullshit. Und wir haben pro Booster hier nur 3 Karten, allerdings haben wir auch 50 Booster pro Display. Das Ganze kostet 30 Euro und naja, es ist das perfekte Booster-Set für einen Anfänger. Denn ein Booster kostet hiervon nur, ich glaube, 80 Cent oder so, also extrem wenig. Aber wir bekommen auch wirklich nur diese 3 Karten. Und das Booster-Set enthält Yosenyu-Karten. Und Yosenyu ist ein sehr, sehr einfach zu spielendes Deckthema. Und ich hoffe mal, ich werde von jedem Karma halt ein Playset ziehen. Und natürlich auch von jedem anderen Yosenyu-Kärtchen. Und ansonsten ist hier nicht so viel drin. Es gibt noch ein paar Künstlerkumpel, es gibt Terratop, das ist wohl die beste Karte des Sets. Aber naja, es gibt beispielsweise kein Yosenyu-Tsuchik, was ich nicht verstehen kann. Es gibt auch scheinbar keinen Taketonborg, was ich ebenfalls nicht verstehen kann. Aber gut. Pro Booster gibt es 3 Karten, wie gesagt, davon 2 Commons und eine Starfoil. Und Starfoil ist eine, naja, ich sag mal, relativ hässliche Holo-Art. Zumindest mir gefallen sie nicht so gut. Da gefällt mir Gold Rare beispielsweise wesentlich besser. Aber das ist natürlich subjektiv. Und ich werde jetzt mal einen kleinen Test machen. Und zwar mache ich jetzt mal kurz eine kleine Lichtquelle an hinter mir. So. Ihr merkt schon, es wird ein bisschen heller. Und die Frage ist jetzt, ist das besser? Das Problem ist, wir haben hier jetzt Schatten von meinen Händen beispielsweise, aber die Karten dürften an der Front ein bisschen, naja, heller erleuchteter sein. Ich werde das Opening jetzt mal so machen und ihr schreibt mir mal, ob ihr es besser findet oder schlechter. Und dann werde ich das dementsprechend ab jetzt immer mit der Lampe machen, wenn es denn besser ist. Ansonsten hole ich mir eine Softbox und dann ist es sowieso hell überall. Aber Schatten hat man halt wirklich immer irgendwo. Dagegen kann man eigentlich nichts machen. Wie auch immer, ich labere viel zu viel, wir fangen direkt mal an. Wir haben 50 Booster vor uns, jeweils 3 Karten. Und ich hoffe mal, wir ziehen nicht nur Müll. Könnte aber theoretisch passieren. So, ich lege, würde ich sagen, mal ein paar einfach hier hin. Und dann ziehen wir nacheinander die Packs durch und hoffen, dass wir was halbwegs Gutes ziehen werden. Die Packs sind extrem dünn, weil natürlich auch kaum was drin ist, logischerweise. Genau, und ein paar musikalische Karten sind auch drin. Die sind aber auch nicht die besten der Welt, sag ich mal. Wir haben Blütenprima, der musikalische Chor. Dann DDD Duo, Dämmerungskönig Kali Yuga, der ist glaube ich sogar ganz gut von den DDDs. Und als Starfoil haben wir Kuscheltier Schaf. So, und da seht ihr mal den Starfoil-Effekt in 4K. Der ist an sich nicht hässlich, aber naja, wenn schon Foil, dann doch lieber Super Rare, sag ich mal, ne? Ich denke, da wird mir jeder zustimmen. Und das war's auch schon. Mehr werdet ihr aus einem Booster hiervon nicht bekommen, nur diese 3 Karten. Und ich hoffe, ich werde, wie gesagt, von den Yosenyu-Karten jeweils ein Playset ziehen. Es gibt hier drin halt Karma 1, 2 und 3, die Hauptmonster und zudem noch den Secret Move, soweit ich weiß, und Shinshu L und R, also die Pendelmonster. Geht also eigentlich, aber warum auch immer der Tsuchik fehlt, der ist halt auch wichtig irgendwie als One-Off im Deck. So, super starker Samurai Giganshu, dann haben wir, oh Gott, Mayu Senju Daibak, das ist auch eine Yosenyu-Karte, die aber, naja, nicht so gut ist, die spielt man halt nicht. Und als Starfoil haben wir legendäre Fischer Nummer 3, den ich sehr, sehr cool finde. Das ist in meinen Augen eine der coolsten Karten aus dem Set. Auch wenn er natürlich auf dem Papier so gut wie gar nichts kann. Es ist halt keine gute Karte. Ich habe dazu auch mal eine Deckanalyse hochgeladen. Zu einem Deck mit dieser Karte hier. Aber es ist halt einfach nicht spielstark, muss man einfach sagen. Gut. Ich denke mal, das Opening wird gar nicht so ultra lang dauern, weil halt wirklich diese Booster nicht so groß sind. Aber dafür bekommt man halt wirklich 50 Booster. Da könnte man sich jetzt auch fragen, warum macht es Konami nicht so? Man packt einfach 6 Karten in einen Booster und macht dann 25 Booster pro Display. Aber sie wollen halt den Preis gering halten, sodass Anfänger halt dieses Booster-Set kaufen können, um sich halt Yosenyu-Karten zu holen. Anders kann ich mir den Sinn dieses Booster-Packs wirklich nicht erklären, weil für die musikalischen Karten kauft das, denke ich, niemand. Also, ich wüsste nicht wer. So, Partitur, die musikalische Sängerin. Dann haben wir Schreckenspelz Schaf. Okay, als Common. Ich habe es ja schon als Super Rare aus dem Fusion Enforcers Display. Und dann haben wir den Xianke Magier als Starfoil. Es sind auch, glaube ich, komplett nur Reprints, oder? Ich glaube nicht, dass hier Karten rausgekommen sind. Nicht meines Wissens zumindest. Aber ist natürlich immer möglich. Könnte sein, dass ich mich irre.
Aber hauptsächlich sind es auf jeden Fall Reprints. So, da haben wir den legendären Fischer, den ganz normalen. Den brauchen wir halt auch für den legendären Fischer Nummer 3, den wir hier hatten. Ist halt wichtig, um den legendären Fischer Nummer 3 ausspielen zu können. Schöne Retro-Karte auf jeden Fall, guter Reprint und ich mag die Karte sehr. Auch wenn sie natürlich nichts kann. Übrigens ist das hier normalerweise eine Harpune, aber Konami hat das Ganze im TCG zensiert und deswegen einfach, keine Ahnung, eine weiße Murmel draus gemacht, warum auch immer. WTF. Dann haben wir super starker Samurai Kampfball und als Starfoil haben wir Künstlerkumpel Buntäugiger Lichtphönix. Das ist, denke ich, eine Künstlerkumpelkarte, die durchaus ganz schön aussieht. Es gibt ja diverse Künstlerkumpelkarten, die extrem hässlich sind. Was ein bisschen schade ist eigentlich, aber gut. So, und da kommt auch direkt ein hässlicher, nämlich Künstlerkumpel Glülux. Der sieht einfach mega scheiße aus, finde ich. Aber gut, sind halt diese Künstlerkumpelkarten. Dann Schreckenspelz Löwe, sehr schön, den habe ich noch gar nicht. Das ist natürlich eine interessante Karte. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob man den spielt. Ich glaube aber schon. Ich meine ja. Und als Starfoil haben wir den Gigantschuh. Ja, auch noch zu sagen ist natürlich, dass jede Karte sowohl als Common als auch als Starfoil in diesem Booster-Pack hier vorkommen kann. Sprich, wir haben 50 verschiedene Commons und 50 verschiedene Starfoils. Und ich denke mal, dass die Starfoil-Version vom guten Terratop die beste Karte des Sets ist. So, Yosenyu Karma 3, sehr schön. Das ist meines Wissens der Searcher, eine sehr wichtige Karte. Ein Playset brauche ich auf jeden Fall davon. Dann Yosenyu Shinshu Air. Shinshu Air ist wesentlich besser, deswegen, naja, die Karte brauche ich nicht so sehr. Und dann Blütendiva, der musikalische Chor, in Starfoil. Das ist, denke ich, eine der hübschesten Starfoil-Karten aus diesem Set. Kann man nichts gegen sagen. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal, inwiefern das Licht das Opening verbessert hat oder nicht. Ich versuche ja diese Openings immer weiter zu verbessern. Ihr merkt es ja schon, die neue Kamera hat da einiges getan. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeit, das Ganze zu steigern. So, wir haben Solo, die musikalische Sängerin. Dann haben wir nochmal die Blütendiva. Und als Starfoil haben wir Xiang Sheng, Magierin. Okay. Sehr schön. Leider noch kein Terratop. Ich hoffe, dass er noch kommen wird. Zumindest ein, zwei Mal. Ich will jetzt nicht unbedingt ein Playset haben. Muss nicht sein. Aber ein paar Mal bitte, weil, naja. Es ist halt wirklich das einzig Gute aus diesem Booster-Set. Und wenn ich schon kein Yosenyu ziehe, dann bitte wenigstens Terratop. So, wir haben Opera, die musikalische Diva. Dann haben wir Kristallrose. Und als Starfoil haben wir Pianissimo. Interessant. Jetzt habe ich keine so gute Karte von den guten Sängerinnen. Aber immerhin. Ja gut, die Sängerinnen sind auch noch relativ interessant, aber der ganze Künstlerkumpel-Support ist relativ unnötig, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass man die Karten überhaupt spielt. Ich wüsste nicht wo. Ich habe die noch nie gesehen irgendwie in einem richtigen kompetitiven Deck. So, nochmal den Künstlerkumpel Phoenix. Dann haben wir Partitur, die musikalische Sängerin. Und als Starfoil haben wir Geschwindigkeitsreut, dreieugiger Würfel. Ja, ganz gut auf jeden Fall. Gibt Schlechteres, aber leider kein Terratop. So, dann das letzte Booster aus der ersten Ration. Bisher nur ein Karma, das sieht nicht so gut aus bisher. So, Kuscheltier Löwe, dann haben wir legendärer Fischer ein weiteres Mal. Und als Starfoil haben wir den Schreckenspelz Löwen. Und dann nehme ich mir die nächste Ration an Boostern hier mal raus. So. Damit es direkt weitergehen kann. Und das Ganze ja nicht so sehr strecken heute. Das ist halt so eine Plastikverschwendung, sondergleichen, ne? Eigentlich. So, Pianissimo, dann haben wir DDD. Vergessenskönig Abyss Ragnarok. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Karte von DDD. Die spielt man, glaube ich, sogar 2 bis 3 Mal im Deck. Ich glaube sogar 3 Mal. Und dann Segenkobold, der gar nicht mal so gut ist, leider in Starfoil. Alles klar. Ich hoffe natürlich, wir ziehen möglichst viele verschiedene Karten. Und da haben wir auch schon den Terratop, die beste Karte des ganzen Decks, des ganzen Deckthemas. Der gute Geschwindigkeitsreut Terrorkreisel, weil der kann aus der Hand gespecialt werden. Und der ist halt eine prima Engine, um halt Rang 3 Xyz zu produzieren für so gut wie jedes Deck. Man kann es überall reinsplashen. Beispielsweise in Zodiac, um halt den MX-Säbel-Beschwörer zu holen, der dann Molmerat beschwören kann. Oder sowas in der Art. Gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich verstehe allerdings nicht, warum in diesem Set hier einfach mal der Taketomborg fehlt, weil das ist halt, naja, das zweite Combo-Piece dafür und ohne den geht's nicht. Also warum fehlt der bitte? Das macht keinen Sinn. Dann super starker Samurai-Kampfball und als Starfoil haben wir Schuberta, die musikalische Maestra. Gut. Mal was Neues.
Die Sache ist halt auch, dass ich glaube, dass Taketo und Borg nichts wert ist. Also, warum hat man sich hier von einem Reprint gedrückt? Das macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Hätte man doch einfach irgendwelche scheiß Künstlerkumpelkarten rausstreichen können oder meinetwegen super starke Samurai, weil wer spielt die bitte? Macht eigentlich auch keiner. Und Tsuchik fehlt auch, wie gesagt, seltsam. Dann legendärer Fischer Nummer 3, Künstlerkumpel Glülux und als Starfall haben wir Künstlerkumpel Zweitesel. Eine der etwas hübscheren Künstlerkumpelkarten, kann man schon sagen, der Zweitesel. Auch wenn er jetzt nicht die tollste Karte aller Zeiten ist, es gibt Schlimmeres von diesem Deckthema. Wir wissen es alle. So, wir haben Geschwindigkeitsrohr Zwillings-Jojo, eine ganz gute Karte für dieses Booster-Set. Beschwört aus dem Grave ist also durchaus solide. Beispielsweise im Windbitches mit den Speedroids. Dank Xiangsheng Magierin, Schreckenspelz Fusion als Starfoil. Und dann war es auch schon mit diesem Booster. Die Fusion ist definitiv, ja, eine der besseren Karten aus diesem Set, würde ich sagen. Das Problem ist halt, dieses Set hier erscheint kurz nach Fusion Enforcers, wo alle schon ihre wichtigen Fluffle-Karten gezogen haben. Und dann macht man hier Fluffle-Support rein. Reprints, die nichts wert sind. Das ist halt, ja, sinnlos. Dann Schreckenspelz Chimäre, DDD, Duo, Dämmerungskönig Kali Yuga. Gott, was ein Zungenbrecher, dieser Name. Und als Starfoil haben wir super starker Samurai, Seelenbrecher Handschuh. Wir haben viele Handschuhe, kann es sein? Kommt mir das nur so vor? Es gibt den Gigantschuh, es gibt den, es gibt, glaube ich, noch einen. Fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Muss ich mal drauf achten. So, dann haben wir Soprano, die musikalische Sängerin, legendärer Fisch habe ich jetzt im Playset und super starker Samurai, Ogre, Shuten Doji. Okay, das ist eine ganz coole Starfall, würde ich sagen. Eine der besseren auf jeden Fall, weil damit haben wir jetzt durchaus eines der Bossmonster von den Super Heavy Samurais in einer Vollversion. Ist ja besser als nix. Rechtfertigt das 30 Euro? Ich denke nicht. So langsam müssen mal Yusenius kommen. So, noch einmal in Kamen. Dann haben wir DD Wirbelschleim, der ist in der Tat ziemlich wichtig. Und Künstlerkumpel Donnarino, das potthässlich aussieht. In Starfoil. Wieder einmal eine der hässlichen Künstlerkumpelkarten. Der Yuya heißt er, glaube ich, aus dem Anime. Hauptcharakter. Spielt ja, ne? Ich hoffe mal, dass wenn dann der nächste Anime kommt von Yu-Gi-Oh! Einfach keine Künstlerkumpel mehr produziert werden. Es gibt viel zu viele davon und die sehen alle scheiße aus. Viele spielt man einfach gar nicht. Ist der Wahnsinn. Kuscheltier Schaf, dann haben wir Yusenyu Karma 1. Sehr schön, das Zwangs-Eva quasi von diesem Deckthema. Sehr, sehr wichtig, dreimal. Brauche ich auf jeden Fall noch weitere zweimal. Und dann haben wir Schuberta, die musikalische Maestra. Wenn ich jetzt nicht die Yusenyu-Karten ziehe, dann werde ich mir die nachbestellen. Auf Card Market oder so, weil, naja, es ist halt ein schönes Deckthema, was ich meine Freundin spielen lassen kann. Weil die will halt auch nicht immer nur Gadgets spielen. Die spielt ja privat ein bisschen Gadgets mit mir. Und gegen mein Paleozoic-Deck hat das auch kaum eine Chance. Ich spiele ja privat ein bisschen Paleozoic. Hab da quasi eine abgespeckte Version von und spiele damit gegen das Gadget-Deck von meiner Freundin. Und die ist halt instant down. Deswegen, naja. Wenn ich Yusenyu gegen Gadget damit ihr spielen kann, macht es, denke ich, mehr Sinn. Dann Künstlerkumpel, buntäugiger Lichtphönix ein weiteres Mal. Geschwindigkeitserholung, die spielt man einmal in den Windwitch Speedroids. Habe ich auch vor kurzer Zeit ein Deckprofil hochgeladen. Und als Starfall haben wir Kristallrose, die gar nicht mal so hässlich ist, sage ich mal. Gibt aber auch Hübscheres. So. Und ich merke langsam, dieses Opening wird doch eine ganze Weile dauern. Aber gut, wir haben ja Zeit. So, super starker Samurai, großer Warachi. Dann haben wir Yusenyu Karma 3 ein weiteres Mal. Wunderbar. Wir kommen der Sache näher. Dann DD Wirbelschleim in Starfall. Wie gesagt, eine wichtige Karte für dieses Deckthema. Und so langsam wiederholen sich die Karten. Wie gesagt, es sind nur 50 Karten insgesamt. In einem Display sind halt schon 150 Karten. Also, man wird wahrscheinlich jede Karte mindestens einmal ziehen. Gehe ich mal von aus. Dann haben wir Künstlerkumpel, buntäugiges Einhorn. Das sieht ganz hübsch aus, muss ich sagen. Eine der süßesten Karten von diesem Deckthema. Hochgeschwindigkeitsroid Kendama. Die ist ganz solide, sage ich mal, in Speedroid. Und als Starfall haben wir Yusenyu Karma 3. Wunderbar. Gut, dann habe ich davon schon mal mein Playset voll. Wäre natürlich cool, wenn ich, ja, alle dreimal hätte in Starfall. Aber das ist, denke ich, doch ein bisschen zu viel verlangt. Das wäre ein großer Zufall. So, Kuscheltier Schaf, dann haben wir Geschwindigkeitsreut, dreieugiger Würfel und als Starfall haben wir den Kali Yuga, dessen Zungenbrechername ich nicht weiter aussprechen möchte. Nicht nochmal. So.
Immerhin mal eine Starfall-Variante davon gezogen. Aber Terrorkreisel in Starfall wäre natürlich, wie gesagt, das Beste überhaupt. Dann Solo, die musikalische Sängerin, DDD Vergessenskönig, Abyss Ragnarok und der dreieugige Würfel in Starfall. So, vorletztes Pack für die erste Hälfte. Ich denke mal, nicht jeder wird sich das Ganze komplett anschauen, dieses Opening, weil halt irgendwann die Karten einfach sich wiederholen. Dann Yuzenyu Kama 2, sehr schön, habe ich jetzt einmal. Yuzenyu Kama 1, wunderbar. Und nochmal die Blütendiva. Also das war bisher das beste Pack, würde ich sagen. Zwei von den Yuzenyus und die hübscheste Starfall-Karte aus dem Set. Das kann sich sehen lassen. Wenn da jetzt noch ein Terrorkreisel drin gewesen wäre, dann wäre es, denke ich, 10 out of 10 gewesen. So, dann haben wir Dringender Empfang. Das ist neu, okay, hatten wir bisher noch nicht. Interessant. Ist eine, naja, keine so gute Supportkarte für Synchros. Sie ist halt sehr langsam, Fallenkarte und so. Dann Pianissimo und Superstarker Samurai Seelenbrecher Handschuh. Gut. Wie auch immer ein Handschuh Seelen brechen kann. Ich will es gar nicht wissen. So, jetzt zu den letzten 25 Boostern. Sind ja noch einige. Lass uns die auch noch aufmachen. Und dann werde ich ein ganz kleines Recap machen, würde ich sagen. Sodass ihr ein bisschen Überblick habt, weil sonst werdet ihr kaum wissen, was wir heute überhaupt alles gezogen haben. So, den Zweitesel haben wir zuerst. Dann haben wir Xiangsheng Magierin und Pianissimo als Starfoil. Und so viele Karten gibt es gar nicht mehr, die wir noch nicht gesehen haben. Es gibt noch den Yuzenyu Secret Move und Yuzenyu Shinshu L. Beide hätte ich sehr gerne. Dann haben wir Künstlerkumpel, buntäugiges Einhorn nochmal, den Kali Yuga ein weiteres Mal und Xianke Magier. Den Starfall nochmal. Ich finde Starfall, naja, es ist halt, wenn man ein Deck hat, nicht so hübsch, weil man hat die ganze Zeit überall coole Super Rares. Und dann ein paar Commons dabei und dann plötzlich irgendwie Starfall. Das sieht in der Hülle einfach mega kacke aus, teilweise. Das Problem haben auch die Goldrares teilweise. In einem bunt zusammengewürfelten Deck sehen einfach Goldrares nicht gut aus. Dank Xianke Magier, den Zweitesel nochmal und Abyss Ragnarok in Starfall. Der ist ganz solide. Gibt's auf jeden Fall viel Schlechteres in diesem Set. So, dringender Empfang. Dann haben wir Legendäre Fischer Nummer 3 und Yuzenyu Shinshu L. Perfekt. Das war die Karte, die ich gesucht habe, weil die, ja, kann quasi die Zerstörung eines Yuzenyu-Viehs verhindern, was durchaus ganz solide sein kann. Die kann halt anstelle eines Yuzenyu-Monsters sterben. Und das kann durchaus solide sein, je nachdem, welche Situation man gerade hat. Und ich würde sie definitiv spielen in dem Deck. Dann haben wir, naja, das schlechte Yuzenyu-Monster, den Daibug. Dann Soprano, die musikalische Sängerin. Und Schreckenspelz-Fusion ein weiteres Mal als Starfoil. Habe ich jetzt fast ein Starfoil-Playset. Wer hätte das gedacht? So. Als nächstes haben wir den Yuzenyu Geheimer Schlag. Sehr gut. Die wollte ich haben noch. Ist durchaus eine gute Karte. Problem ist, um die Karte aktivieren zu können, müsst ihr halt ein Yuzenyu-Monster kontrollieren, was bei den Spirit-Effekten von den Yuzenyus nicht so einfach ist. Aber wenn die Karte schon eine Runde liegt und ihr beschwört dann einfach Yuzenyus dazu, kann diese Karte euer Board durchaus sehr gut schützen, deswegen nicht schlecht. Dann Geschwindigkeitserholung und Kuscheltier Löwe, der ziemlich süß ist, muss man sagen. In Starfall auf jeden Fall eine nette Sache. Das ging jetzt ziemlich seltsam auf. Manchmal hat man so einen Booster, das ist einfach seltsam verschweißt. Ich weiß auch nicht warum. Dank Xiangsheng Magierin. Aber ich glaube kein Damage an den Karten immerhin. Dann Shinshu R. Wie gesagt, nicht so gut. Und DD Nekroschleim. Der ist ziemlich nice. Okay. Der ist durchaus ziemlich wichtig. Davon hätte ich fast gerne ein Playset, wenn ich DDD spielen würde. Aber tue ich nicht. Kann ich mir auch mal anschauen, auf Death Row beispielsweise, aber im Real Life juckt mich das Deck jetzt nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ist auch, glaube ich, ziemlich teuer, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wobei, es gibt das Starter-Deck. Ah, ich weiß nicht. Dann haben wir Schuberta, die musikalische Maestra nochmal, Künstlerkumpel Glülux und Künstlerkumpel Tromorilla. Alter, das sieht so scheiße aus, dieses Design. Das ist, glaube ich, echt eins der hässlichsten Designs für eine Künstlerkumpel, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ja. Habe ich ihn sogar fast geknickt eben. Weil ich so wütend bin auf sein Design. Kein Spaß. So.
Dann haben wir Großer Varachi ein weiteres Mal, den dreieugigen Würfel und die Erholung in Starfoil. Ja, okay, kann sich sehen lassen. Gibt Schlimmeres in Starfoil, was man hier ziehen kann. Auf jeden Fall. Beispielsweise den Tromorilla. Dann den Kali Yuga nochmal. Auch nichts Besonderes, haben wir jetzt auch schon tausendmal gesehen. Dringender Empfang. Und den Gigantschuh in Starfoil. Ich würde sagen, ich mache mal kurz den Stapel gerade, sodass hier nichts umfallen kann. Wäre schade drum. Um die heftigen Puls, die wir heute gezogen haben. Kappa. So. Dann haben wir Opera, die musikalische Diva. Nochmal den Gigantschuh. Und dann DDD, Orakelkönig von Orléans. Okay, das ist durchaus eine der besten Karten, die man hier ziehen kann. Deswegen sehr, sehr schön. Habe ich bisher noch gar nicht gehabt. Und als Starfoil direkt natürlich eine schöne Rarität. Immerhin etwas. Das ist für mich bisher eines der Highlights. Ebenso wie der Terror Top, der scheinbar echt eine Shortprint ist. Ich habe erst einen gesehen. Dann haben wir das Schaf nochmal, Pianissimo und den großen Varachi als Starfoil. Nächstes Pack. Oh Gott, Tromorilla, ein weiteres Mal. Den kann ich verzichten. Dank Xiangsheng, Magierin und Schreckenspelz Löwe nochmal in Starfoil. Hatten wir auch schon einmal in Starfoil. Und so langsam neigen sich die Booster dem Ende zu. Und damit auch das Opening. Dann haben wir die Chimäre. Wir haben den Nekroschleim nochmal. Und den Donnerino als Starfoil. Und ich glaube, es fehlt mir noch ein Karma 1 und zweimal Karma 2, ne? Ich meine ja. Und Zuchik, weil er irgendwie fehlt. So, den großen Varachi ein weiteres Mal. Irgendwie habe ich den jetzt tausendmal gezogen, ne? Ich glaube, irgendwie schon. Ich glaube, den hatten wir sehr oft. Dann Tromorilla nochmal und den Phönix. Auch den hatten wir schon ein paar Mal. Ich glaube, sogar auch ein Starfoil. Jetzt glaube ich sogar ein Starfoil-Playset haben, oder? Würde mich nicht wundern zumindest. Als nächstes haben wir Blütendiva, der musikalische Chor. Künstlerkumpel Glülux und als Starfoil Kuscheltier Schaf. Das war, glaube ich, auch unsere erste Starfoil. Ja, so langsam haben wir es überstanden, aber leider fehlen da noch einige Karten, die ich gern gehabt hätte. Wir haben Donnerino, dann Segenkobold, keine gute Karte, nicht spielen bitte. Und dann Blütenprisma, der musikalische Chor, okay. Die sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen, und die hatten wir bisher, glaube ich, auch noch gar nicht. Deswegen schöne Starfoil auf jeden Fall. Ja doch, also die Fusionen sind hübsch, aber glaube ich nicht so spielstark. Ich meine ja. Mir hat da auch im letzten Opening niemand widersprochen, als ich gesagt habe, dass die Aria-Variante mit dem Lockdown immer noch die beste ist. Die nicht so sehr auf Fusion geht. Dann Schuberta, die musikalische Maestra. Super starker Samurai Oga Shutendoji. Und als Starfoil mal wieder den großen Varachi. Wer hätte es gedacht? Was für eine Überraschung. Eine der häufigsten Karten aus diesem Set irgendwie. Bei meinem Display. So, dann den dritten Karma 1. Das ist doch schon mal ganz gut. Shinshuel nochmal. Ja, schönes Set. Und Karma 2? Nein, aber den buntäugigen Rebellionsdrachen. Sehr schön. Den habe ich ja in Secret. Lustigerweise. In einem Opening gezogen, das ihr noch gar nicht gesehen habt. Spoiler-Alarm. So. Das wird dann wahrscheinlich auch bald kommen. Dieses Opening. Gut, dann haben wir Hochgeschwindigkeitsreut Kendama, das Schreckenspelz Schaf und den Zweitesel als Starfoil ein weiteres Mal. Hatten wir auch schon ein paar Mal. Und es sind noch 5 Packs, okay. 5 Packs, dann war's das. Und zumindest ein Karma 2 brauche ich noch, bitte. Ein wenigstens. Wir beginnen mit Geschwindigkeitsreut dreieugiger Würfel. Yuzenyu Karma 2, perfekt, genauso möchte ich das. Und den Schreckenspelz Chimäre als Starfoil. Ja komm, jetzt noch einmal Karma 2, dann wäre ich glücklich. Dann habe ich immerhin meine 3 Playsets. Ich kann friedlich nach Hause gehen, ich habe meinen Terratop gezogen. Mehr wollte ich ja eigentlich nicht. Und irgendwie will das Booster mal wieder nicht aufgehen. Hier unten geht's perfekt, okay, immerhin. So. Wir haben legendärer Fischer Nummer 3. Dann Blütendiva, der musikalische Chor und Yuzenyu Karma 2? Nein. Dahin. Aber wir haben Opera, die musikalische Diva. Wenn ich irgendwann mal die Starfoil nicht hier draufgelegt habe, dann wird es mir im Recap wieder auffallen, denke ich mal. Deswegen nicht so schlimm. Steinigt mich nicht deswegen in den Kommentaren. Passiert manchmal.
So, wir haben Donnerino, dann haben wir den seelenbrechenden Handschuh, wie auch immer er das macht, und den DD-Wirbelschleim, der durchaus ganz solide ist in Starfoil. Und dann noch zwei Booster übrig. Und ich hoffe mal sehr, dass da noch einmal der Kammer 2 dabei ist. Okay, immerhin der Yosenyu geheime Schlag. Dann den Phönix ein weiteres Mal und Geschwindigkeitsreuz-Billings-Jojo. Ja, okay. Ist eine relativ gute Karte in Starfoil, damit kann ich leben. Letztes Booster, letzte Chance. Please, Kammer 2 noch einmal. Wäre echt schön. Wir haben Shinshu Air. Ja, komm, bitte. Das Schaf. Okay. Den geheimen Schlag immerhin in Starfoil. Damit kann ich leben. Leider kein Playset von Kammer 2 gezogen. Aber, wie gesagt, es ist an sich ein gutes Set, um halt die Yosenyus zu bekommen. Auch wenn der Tsuchik fehlt. Wenn man sich schon ein Display hiervon holt, dann sollte man immerhin auf die Yosenyus hoffen, weil dann hat man immerhin ein spielbares Deckthema. Das ist schon mal wichtig. Gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem kleinen Recap. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem kleinen Recap. Und ich habe jetzt hier mal auch die ganzen Yosenyu-Karten rausgelegt, weil die halt für Anfänger, denke ich, am wichtigsten sind. Denn sie sind der einzige Grund, warum man sich das Ganze hier kaufen sollte, mal ganz im Ernst. Wir haben dreimal den Kammer 1, dann zweimal den Kammer 2, dreimal den Kammer 3. Einmal davon in Starfall immerhin. Dann haben wir dreimal den Shinshu Air, der ziemlich schlecht ist. Shinshu L haben wir zweimal, davon einmal in Starfall. Den Secret Move haben wir dreimal, also ein Playset. Einmal davon in Starfall und das, naja, unwichtige Pendelmonster haben wir auch zweimal immerhin. Und das war's. Also es fehlt hier auf jeden Fall noch einmal der Kammer 2. Ansonsten haben wir alles gezogen, was wir ziehen konnten. Shinshu L brauche ich nicht dreimal, deswegen passt das schon. Die Sache ist halt leider, hier gibt es kein Exzentrik, hier gibt es kein Demise. Hier gibt es kein Tsuchik, also ein vollständiges Deck von Yosenyu werdet ihr hier auf gar keinen Fall bekommen. Aber ihr bekommt immerhin schon mal die Karma. Und das ist halt durchaus eine der besten Sachen, die dieses Set hier zu bieten hat. Und ansonsten haben wir halt noch gezogen einen Terrorkreisel, der durchaus sehr, sehr gut ist. Warum auch immer es hier keinen Taketong-Bock gibt in diesem Set, ich verstehe es nicht. Und ansonsten haben wir hier durchaus eine ganze Menge an Starfoils gezogen. Die meisten davon zweimal direkt, weil es gibt halt nur 50 verschiedene Karten, selbstverständlich. Und naja, viele davon sind einfach richtig, richtig schlecht oder unnötig. Und da stellt sich mir die Frage, lohnt es sich das Ganze zu kaufen, ein Display davon? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage das ja immer ganz ehrlich, nein, es lohnt sich überhaupt nicht. Denn man kann sich einfach im Internet ohne Probleme ein Set an Karten kaufen oder zusammenstellen. Beispielsweise auch auf Gate to the Games geht das auch. Da kann man sich halt Einzelkarten holen, nämlich die Karten, die ich jetzt gerade hier rausgelegt habe. Die Yosenyus und auch den Terror Top. In gutem Zustand, Mint. Und dann braucht man diesen ganzen Bullshit, der sonst noch dabei liegt, eigentlich gar nicht. Weil ich denke mal, die ganzen Sängerinnen haben jetzt nicht so viele Leute interessiert. Die ganzen, ja, komischen Künstlerkumpelkarten braucht auch kein Mensch. Und an sich, naja, die ganzen Speedroid-Karten oder auch Yosenyu-Karten kann man sich so kaufen. Also das Set an sich macht wenig Sinn. Was ich aber sagen muss, ist, dass ich schön finde, dass Konami immerhin ein Set bereitstellt für Leute, die halt wenig Geld ausgeben wollen für Booster und die halt das Feeling von einem Booster öffnen schön finden. Ja, da kann man sich hier durchaus ein günstiges Display mal kaufen, was nicht direkt 60 Euro kostet. Aber der Inhalt ist halt dementsprechend auch ziemlich meh. Und dass die ganzen Booster nur drei Karten enthalten, ist halt irgendwie schon eine ziemliche Plastikverschwendung. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Das Opening ist eh schon ziemlich lang. Und wenn ihr, wie gesagt, den Shop von Gate to the Games auschecken wollt, dann ist der ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie der ihr YouTube-Kanal. Und wenn ihr 5% Rabatt haben wollt, im Shop von Gate to the Games könnt ihr den Code CREEPFAN eingeben. Creep großgeschrieben, Fan großgeschrieben, ohne Leerzeichen. Und dann bekommt ihr 5% Rabatt auf vollkommen egal welche Bestellung im Gate to the Games Shop. Also auch auf Pokémon-Karten, etc., was ihr haben wollt. Und ja, können sich auf jeden Fall lohnen für euch, wenn ihr das haben wollt. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und schreibt mir gerne in die Kommentare, inwiefern die Lampe das Opening besser gemacht hat oder schlechter. Heute ist generell kein so heller Tag, aber ich denke mal, die Lampe, naja, hat mehr Schatten erzeugt, als dass sie löst, oder? Das kommt mir so vor, wenn ich jetzt gerade hier in die Kamera reinspreche. Ich sehe es halt wirklich nur auf so einem kleinen Screen. Aber schreibt mir das gerne mal. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ihr könnt hier im Vergleich auch mal eins meiner älteren Openings anschauen. Also die anderen beiden, die ich bisher gemacht habe in 4K. Und das dann mal ein bisschen vergleichen, da werdet ihr auf jeden Fall einen Unterschied bemerken. Die Frage ist, sind jetzt die Schatten besser oder schlechter, die nach hinten gehen? Ich habe keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen Geschmackssache. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir dann was anderes auf. Bis dann. Tschüss.